Ja, Manuel Metzger, 70. Auflage, 24-Stunden-Rennen hier in Spa-Francorchamps. Wie fühlt es sich an, wieder an diese legendäre Rennstrecke zurückzukommen? Ja, das ist natürlich cool für mich, nach 6 Jahren Pause, nach 2012 das zweite Mal jetzt hier zu sein. Die Rennserie und auch das Rennen selbst wird immer professioneller. Und ich glaube, jetzt ist irgendwo im Höhepunkt mit 65 Autos am Start und hat alles, was Rang und Namen hat im GT3-Sport. Also freut mich sehr, wieder Teil davon zu sein. Bist ja auch standardmäßig auch immer bei den 24 Stunden am Nürburgring am Start. Wenn du einfach mal diese beiden Rennen miteinander vergleichst, wo gibt es vielleicht Parallelen, wo gibt es Unterschiede? Ja, Parallelen ist sicher Verkehr. Das große Thema ist auch hier ein Thema. Bloß die Schwierigkeit hier ist halt, dass die Autos eher auf einem Level sind. Nürburgring kommt man besser durch den Verkehr, man kann besser überholen, weil die Autos langsamer sind grundsätzlich. Und hier ist halt die Leistungsdichte einfach noch größer. Die Leistungsdichte ist auch am Nürburgring sehr groß. Also auch da, wenn man gewinnen will, muss man halt null Fehlerjob machen. Hier dasselbe, aber es ist halt einfach noch ein Ticken schwerer. Noch ein Ticken schwerer. Schwierig war es für euch auch bis jetzt im Qualifying. Was war genau los gestern? Ja, wir hatten im freien Training einen Reifenplatzer vorne rechts, vor der Blanchiment. Hat das Auto komplett zerstört leider. Wir sind dann Gabrielis gefahren, ist rechts eingeschlagen mit der rechten Seite, die komplette Front kaputt, Seite kaputt. Konnten dadurch im freien Training halt nicht mehr weiterfahren, konnten das Qualifying nicht fahren, das Nach-Qualifying nicht fahren und sind jetzt gerade im Warm-up dran, das Auto wieder zum Laufen zu bringen. Also wir gehen eigentlich mit 0 Testkilometern ins Rennen, haben halt daher ein Setup, das halt wahrscheinlich suboptimal ist. Und auch wir Fahrer haben natürlich unser eigenes Setup nicht machen können, sagen wir es mal so. Von dem her sicher suboptimal, aber wir sind trotzdem guter Dinge. Wir haben starke Fahrerpaarung, haben ein gutes Team, gutes Auto und von dem her sind wir immer noch guter Dinge, ja. Wir drücken euch trotzdem die Daumen, danken dir für die ersten Eindrücke des Wochenendes. Ich denke, du hörst uns über das Wochenende hinweg auch so ein bisschen auf dem Laufenden halten. Danke dir und viel Erfolg. Dankeschön.